Ich weiß nicht, was ich mache. Also, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, wow, das sieht ja voll intelligent aus. Ich rate. Das ist gerade wirklich reine Raterei. Grün? Gelb? Ich scheine irgendwas richtig zu machen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas mache ich richtig. Irgendwas mache ich richtig. Warte mal. Wenn ich jetzt was gelb mache, dann geht die Farbe weg. Nein. Leute. Also bis jetzt bin ich ja mit dem Spiel noch ganz gut klargekommen, aber hier fehlt mir wirklich jeglicher Anhaltspunkt. Weil ich meine, du kriegst hier irgendwie so ein Teil vorgesetzt. Weiß erstmal gar nicht, was du denn machen musst. Kann ich bei denen hier, bei den Lampen, irgendwas machen, bei den Lichtern? Also, ich glaube nicht, dass ich das ohne Hilfe schaffe. Da meine ich jetzt keine Komplettlösung. Warte mal. Wir haben jetzt zwei grüne und ein gelbes. Machen wir mal zwei gelb, aber ich glaube, dann ist wieder weg, oder? Okay, ein grünes scheint zu stimmen. Aber wenn wir jetzt noch was grün machen, geht dann das Grüne auch weg? Jetzt wird das Gelbe da bleiben. Das Grüne geht allerdings weg. Warte mal kurz. Wenn ich jetzt mal denke, dass jeder von den Kreisen eine andere Wertung hat in der Farbe, was sie größer sind, und wir von allen Farben eine gleiche Wertung brauchen, und wir von Grün und Gelb schon die richtige haben, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das hier einwertig ist und das hier außen ist zweiwertig. Das in der Mitte denke ich jetzt auch, dann hätten wir hier eine Dreierwertung. Aber dann wäre das. Ne, das ist einwertig und das Außen ist. Da haben wir jetzt zu viel Grün. Also, wir dürfen. Also, jetzt mal davon aus, dass wir. Wir haben jetzt ein gelbes. Das Gelbe umfasst. Drei oder zwei. Zwei. Also, das ist zweiwertig, würde ich sagen. Das ist einwertig. Das Außen ist auch einwertig und das könnte dreiwertig sein. Wir haben jetzt aktuell zwei. Wie sind wir jetzt fünf? Was brauchen wir von jedem zwei, kann das sein? Aber wenn wir hier gelb machen, dann bleibt es und das wundert mich. Ich mache jetzt einfach mal hier das Blau noch weg. Ah ja. Leute, ich hab recht. Oder wir brauchen von einem gleich viel, weil zwei geht ja nicht. Okay, wir haben jetzt zweimal grün, zweimal blau, zweimal gelb und ganz oft rot.
Okay, wir haben genau 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das mit dem Wert, ich war falsch. Also wir haben 1, 2, 3, 4. Warte mal, ich also laufe ich ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Wir haben 13. 12 durch 4 hätte 3 ergeben, aber wir haben 13. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Außerin und lasse die Mitte jetzt einfach mal offen. Weil ansonsten blicke ich hier nicht durch. Okay, also ich fange jetzt einfach mal komplett mit Rot an. Also 1, 2, machen wir das noch rot. 3. Ja, zu viel Rot, ist mir klar. Dann machen wir jetzt hier Blau. Haben wir jetzt 1, 2, 3 Rot? Wir haben jetzt mehr, jetzt haben wir aber auch mehr Blau. Wir brauchen hier noch Grün. Und da auch noch Grün. Und da brauchen wir Blau. Ah, ne, jetzt haben wir 4 Blau. Jetzt haben wir... Wir haben 4 Rote, ne? Jetzt haben wir 4 Grüne. 4 Blaue. 3 Gelbe. Jetzt haben wir 3 Blaue. 1, 2, 3, 4 Rote. Was, wenn ich jetzt hier rumstelle? Und wir brauchen in jedem Kreis einen Wert. Also zumindest in dem äußeren, in den vorletzten. Wir haben jetzt 2 blaue und 2 grüne wieder und es funktioniert. Aber wir können nicht von einem 2 haben, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder alles rot mache und nur 2 gelbe lasse. Dann passt es wieder. Aber wir können schlecht von einem 2 haben, weil wir ja jetzt zu viele Felder haben. Aber von einem gleich viel geht auch nicht, weil 13 durch 3 keine gerade Zahl gibt. Haben jetzt von jeder Farbe zwei Felder. Und wenn wir von jeder zwei hätten könnten, würden noch 4 übrig bleiben. Wenn wir die 4 auf die 3 verteilen, bleibt einer übrig. Aber das hat vorher auch nicht funktioniert. Grün, Gelb und Blau. Wenn ich jetzt das hier zum Beispiel blau... Jetzt mache ich einfach mal so viel Gelb. Einfach einmal, bis wir nur noch 2 Rote haben. Wartet mal. Das könnte funktionieren. Ich werde jetzt einfach mal an den roten rumschrauben und gucken, ob ich da was... Halt! Ja! Okay, jetzt sag ich mal 3 blaue, 2 rote, 3 gelbe, 3 grüne. Okay, ich weiß zwar nicht genau, wie das Rätsel war, aber durch meine zwei Theorien, dass wir von allen gleich viel brauchen, dass wir von allen 2 brauchen, habe ich. Oder von allen 3, habe. Also von. Ich habe meine zwei Theorien verbunden
und habe das Rätsel damit gelöst und wundere mich selbst, dass ich das mit meinem kleinen Hund zusammengebracht habe. Alter, ey, mein Hirn brummt jetzt. Okay, aber wo ist das Licht? Heißt das, dass wir jetzt fertig sind? Ja, sind wir. Was passiert? Die Lichter irgendwo unterbringen. Der hier braucht ein kleines. Der hier hat gar keine. Eins ist ja irgendwie ganz weg, weil es zu klein geworden ist. Aber ich denke, das ist vom Spiel schon gewollt. Ich muss alle zum Leuchten bringen, ne? Aber wir haben nur 3 Lichter und 4 Maschinen. Okay, gut. Mit irgendeinem werden wir jetzt auf einmal filmen müssen. Ich denke mal mit dem größten. Also mit dem. Wir haben ja hier nochmal einen. Fuck. Hier hätten wir 2. Mit dem hier könnten wir auch die 2 hinkriegen. Also das untere und der obere. Oder die... Ach, wir haben... Oder nein. Mit dem können wir nur einfüllen, das ist klar. Das ist bewusst, aber ich glaube nicht, dass der weit genug reicht. Ah, doch. Jetzt? Was können wir jetzt machen? Hopp. Jetzt irgendwie. Jetzt ist bestimmt die große Tür auf. Die große Tür oben rechts. Entschuldigung? Ja. Kommen wir da raus? Okay, wir kommen schon mal irgendwo hin. Ob das raus ist, wird sich zeigen. Let's go.